So, und da sind wir auch schon wieder live in die Knife-Runde. Springen wir rein auf Mirage, die letzte Map, um zu entscheiden, wer dieser beiden Teams in Division 2 aufsteigt. Also mit die wichtigste Map der letzten 2 Monate für die beiden Teams. Man ist zwar noch nicht komplett raus, wenn man das hier verliert, aber man hat auf jeden Fall noch 2 anstrengende Matches vor sich, anstatt einfach mal Feierabend zu haben für diese Saison. Und deswegen wird hier bei dieser Summe abgeverlangt. Berserk gewinnt wieder das Knife und geht wieder auf die T-Seite. Also haben auf jeden Fall wieder Bock, hier als erstes anzugreifen. Es geht los. Finale Map. Plan B Esports als CT. Berserk Academy als Terroristen. Pistolrunde Nummer 1. Dreimal Rüstung bei Plan B. Das Kit und Smoke bei dem Major. Und TBA auch noch mit dem Nate-Set. Und bei Berserk geht man hier auf eine Deagle bei AP, sehr interessant. Und dreimal Rüstung, einmal Nate-Set bei AP. Geht hier durch den Underpass Richtung Mitte. Deswegen ist die Deagle da, um hier auf der Long Range die Klicks zu setzen. Wollt hier nur decken, damit die ungeschoren in den Connector reinkommen. Und so ist es auch. Sie schaffen es hier in den Connector reinzukommen. Die Smoke kommt jetzt hier Richtung Jungle. Und da haben sie das Duell. Genau das wollten sie. Eine 3 gegen 1 gegen den Jungle-Spieler. Jetzt geht es hier schnell auf dem A-Spot. Da sind aber schon 3 Spieler CT. Das ist hier eine gute Retake-Ausgangssituation für Plan B. Aber die Bombe ist erstmal gelegt. Jetzt muss man hier die Frags finden. Man pusht hier zu dritt jetzt aus CT raus. Maka kommt da gerade noch so Rampe weg. Aber der wird schon von hinten gepusht. Da ist Iceländer durchgepusht. Da trifft die Shots aber nicht. Maka dreht sich rum und holt den 180-Grad-Headshot. Maka jetzt mit dem nächsten. Und dann ist es die Runde für Berserk Academy. Das wäre so wichtig gewesen, wenn Iceländer da den Spieler an der Rampe rausnimmt. Aber er whifft. Die Nacken-Hitbox war nicht mit ihm. Und dadurch Berserk 1-0 in Führung. Force bei dementsprechend von Plan B. Mitte wird mit den Rifles natürlich aufgebaut. Geguckt, dass hier nichts pusht. Zu dritt deckt man das hier ab. Einer deckt den A-Push. Mit AK sollte das auch reichen. Und AP guckt hier mal bei B, was so abgeht. Hat das erste Duell hier gegen Lenky. TBA bekommt da schon mal gut Schaden, zieht sich zurück mit einer Deagle. Mal gucken, ob er noch einen Headshot setzen kann. Schießt da knapp vorbei. Mitte wird wieder eingenommen von Berserk. Jetzt geht's hier durch den Connector Richtung A. TBA mit dem Duell. Schöner Klick gegen Maka. Das ist die AK am Boden. Wenn er sich die gönnt, dann kann er damit auf jeden Fall versuchen, hier in der Force-Buy-Runde noch was zu reißen. Iceländer mit der CZ macht gut Schaden. Das ist ein gutes Kreuzfeuer von Plan B. Die stellen sich hier richtig gut auf. Und wieder hat Berserk Probleme, den Force-Buy entgegenzuwirken von Plan B. Mando bekommt auch noch den nächsten Headshot. Das ist die AK. Das ist halt die Gefahr, wenn du eine AK irgendwo alleine rumlaufen lässt, dass sie in irgendjemanden reinrennt. Dann hat auf einmal ein Gegner die AK und lässt dich auseinander. Plan B mit einem guten Force-Buy reagiert ja perfekt auf die Pistolrunde und holt sich hier gleich mal den Ausgleich. Berserk jetzt im Force-Buy ihrerseits. Gegen 2 Rifles, 2 MPs, 3 MPs. Müssen sie jetzt dasselbe versuchen, was sie eben gegen sich kassiert haben. Es wird wieder die Mitte eingenommen. 4 Mann stehen da jetzt. Major mit der M4. Den ersten wird aber gut getradet. AP kann da die M4 rausnehmen, vielleicht sogar aufheben. Noch nicht bisher. Extreme mit dem Molotow. TBA mit dem Frag gegen Maka. Also alle 3 Remaining-Terroristen sind in der Mitte. AP hat sich jetzt die M4 geschnappt. Und damit will er jetzt sich neu aufbauen. Keine Nades, das heißt, sie müssen auf Aim-Duelle gehen. Gehen jetzt mit 2 Deagles in M4 nochmal Richtung A. Da wurde noch nichts ausgeschlossen. Kein Rampe-Push, kein Palace-Push. TBA muss hier ein bisschen mit Mitte und Palace gleichzeitig decken. Iceländer guckt gerade auch nur Richtung Connector. Jetzt hat er seinen Fokus geschiftet und guckt mit Richtung A. Alle 3 gehen über die Rampe, wollen die Trade setzen. Und vielleicht gucken, ob sie hier vielleicht ein paar One-Shots setzen kann. AP geht voran mit der M4. Es geht wohl doch eine Deagle. Nein, er geht vor. Die ziehen gleichzeitig rum. Und der Teamkill. Genau das habe ich erwartet. Iceländer holt dann noch den nächsten. Und es ist Lando alleine. Oh, gegen 4. Waren es. Jetzt sind es nur noch 2. Und er hat noch 74 HP. 36 Sekunden. Er geht nochmal komplett weg. Er muss auf jeden Fall das Messer jetzt raus, wenn er nochmal komplett rum will. Weiß nicht so ganz, was er da vorhat. Er geht wohl nochmal über den Palace da.
Okay, Linke geht jetzt zurück. Sehr interessante Wahl von allen Spielern. Extreme pusht jetzt in die Rampe rein. Der müsste ihn jetzt gleich hören. Da hört er die Steps, kann das callen. Er ist auf A. Man muss jetzt nur noch auf den Plant warten. Zieht ganz langsam rum und hat den Frag. Also, schwierig natürlich für Lando um 1 und 4, aber nachdem er die ersten zwei killt, hat er da so viele Möglichkeiten. Geht auf den Double Fake, rennt weg von A. Hofft, dass beide Spieler nach B verschieben. Aber am Ende ist es nur einer. Und er lässt sich wegfracken. Also, Plan B bleibt am Drücker, holt sich hier die Führung und überlebt den Forceplay vom Berserk. Die haben jetzt hier reingeforst, aber den Plant, mal gucken. Ja, das Geld reicht nicht für einen guten Buy, gehen jetzt wahrscheinlich auf die Eco. Und deswegen die Chance hier, ihre Economy weiter aufzubauen. Denn das Geld sieht dann natürlich richtig knapp aus bei Plan B. Wenn Berserk es hier schafft, richtig viel Schaden zu machen, dann können sie gleich einen besseren Buy haben als ihre Widersacher. Linky mit dem Jump Peaks, guckt, ob er irgendwas sieht, hat den Molotow in der Hand, um dann gleich darauf zu reagieren auf den ersten Kontakt. Oh, da kommt der Execute gleich rein, trocken ohne irgendwas. Da müssen jetzt natürlich gucken, wie sie mit dem Molotow umgehen. Der kommt da jetzt rein, schön auf den Balkon. Die gehen da alle durch, der macht so viel Schaden. Extreme mit dem Doppel, holt sich noch einen dritten und dann wird aufgeräumt. Lando nochmal mit einem Exit-Frag, aber da ist Extreme da. Na, wenigstens noch zwei Frags. Der dritte wird jetzt richtig wehtun. Aber Islander verhindert, dass das passiert. Und damit überlebt man hier mit drei Mann die Eco von Berserk. So, der Buy ist da. 4 AK ist eine AWP gegen 4x M4 eine AK. Damit soll es jetzt für Berserk zum nächsten T-Rundenerfolg kommen. Nate von Lenki ist bereit. Die fliegt schön weit. Da steht ein Spieler, aber bekommt nicht allzu viel Schaden. Willem runter auf 91. Aber Major ist ja schon wieder Rampe komplett durchgepusht. So viel Map-Info. Zwei Spieler sind da A durchgepusht. Maka macht da den Lurker im Palace, aber lässt halt so viel zu. Wenn das Timing gleich scheiße ist, dann sind Api und Lando down. Denn Major kommt hier mit Islander von hinten. Die hören die Zooms in der Mitte. Die wissen, da steht was oben und ziehen gleich einfach zu zweit hier rum. Und dann ist es mindestens ein Frag. Major will natürlich den Doppel. Erst die AK, dann die AWP wegfracken. Jawohl, und da ist es. Islander ist mit dabei. Wunderbar. Infoplay gemacht. Maka kann zwar jetzt den A-Spieler rausnehmen, aber die Bombe liegt halt im Connector. Die sind jetzt von drei Seiten eingeschlossen, die Mittelspieler. Die müssen sie jetzt an der Pass zurückziehen. Und das bei 45 Sekunden. Aber Maka gönnt sich wenigstens nochmal ein, wird aber von Lenki getradet. Ja, 40 Sekunden. Bombe liegt im Connector. Also entweder müssen sie rennen oder sie gehen jetzt schon auf den Safe. Weil allzu viel kann da jetzt nicht mehr passieren. Islander findet nochmal ein, wird getradet. Das ist APs Position bekannt. Da geht es nochmal BY raus. Aber 20 Sekunden, er muss halt rennen. Klar, es sind zwei Frags, die kann er sich noch irgendwie schnell holen. Aber die wissen das, die ziehen sich zurück. Major bleibt noch aggressiv, deckt jetzt hier um den Cross, hat den Frag. Und damit ist es auch die nächste Runde für Plan B. Also einfach mal Rampe durchgepusht. Da wird halt gegambelt, da wird halt nur Palace gegangen von Maka und nicht A komplett abgedeckt. Dann ist es halt eine 50-50-Situation. Und dann spielst du Mitte so langsam an, dass du von hinten gepusht werden kannst. Und dann war es das halt. Diesmal die Net effektiver, will immer 55 runter. Aber es ist auch schon wieder die Überzahl für Plan B. Also Berserk mit ihrer Wahl, die T-Seite hier als erstes zu nehmen, noch nicht so erfolgreich. Brauchen jetzt unbedingt mal ein paar Motivations-Deagle-Shots, um hier wieder ins Momentum zu kommen. Major mit dem Opening.
Da wird der A-Push komplett auseinandergenommen. Da haben sie gar keine Chance. Aber da kommt ja nicht mal der erste Deagle-Headshot von Api. Aber Icelander bleibt cool, guckt in die Mitte, dreht sich rum. 180 Grad Headshot und dann ist es nur noch AP. Der pusht ihn zwar nochmal nieder, aber da sind halt noch drei Spieler bereit, ihn gerade noch so wegzuholen. TBA runter auf 16 AP. Aber ja, 4 Punkte Vorsprung für Plan B. Sieht gut aus. Nächste Ballrunde von Berserk steht aber schon in den Startlöchern. Plan B's Economy ist noch okay. Könnten gerade so einen Ball zusammenkratzen, wenn sie die Runde jetzt verlieren würden. Ah, das wäre ein sehr schlechter Ball auf jeden Fall. Also weiter motiviert bleiben und hier die nächste Runde holen. Hier wird wieder angespielt. Der Molotov hinter den Kisten heißt, okay, da gehen wir erstmal nicht hin. Schöne Counterreaktion da auf die Smoke, dass da die Kisten halt nicht eingenommen werden kann und du weiter den Cross gucken kannst in Short. Icelander deckt hier nur Richtung Underpass, hat da vielleicht die Waffenspitze gesehen, aber Willem holt den Wallbang gegen Major. Das ist die AWP am Boden. Und Berserk hat mal wieder eine Überzahl. Extreme. Und hier Macker weg. Niemand ist da zum Trade und Icelander mit der perfekten Reaktion. Lando kann zwar den Trade setzen, aber trotzdem ist es jetzt nur noch ein 3 gegen 3. Short Control in den Händen von Berserk. Auch die müssen erstmal was draus spielen. AP kommt jetzt hier über die Apps. Und guckt, ob er den Spot aufreißen kann. Willem. Da stehen halt zwei CTs und decken genau diesen Winkel. Da muss AP jetzt von oben kommen und Short aufreißen. Und da kommt er auch und dann ist es aber die Frags für die CTs. Da gönnt sich jeder einfach mal ein Frag, drei 101s, alle drei gewonnen. Und dann ist die Runde vorbei. Sah so gut aus für Berserk, haben richtig viel Map-Info gespielt und dann weiß ich nicht, was passiert ist. Aber sie haben irgendwie alle Duelle gewonnen. Hallo. So, diesmal wird der Execute vorbereitet. Eine Deagle 4 AKs nochmal für Berserk. Sie wollen es hier erzwingen, endlich die zweite Runde zu holen. So. Dann kommen die ersten Frags. Major wird getradet von Apis Deagle. Also aufpassen, das Sandwich-Spieler auch getradet. Icelander aber ist bereit. 3 gegen 2 Überzahl, aber man noch nicht gelegt. Man ist jetzt hier komplett schon auf A, hat einen Connector, 2 in CT, da soll er nichts mehr anbrennen. Icelander mit dem nächsten Frag und AP im 1 gegen 3 lässt sich in den Rücken schießen. 7 zu 1 passieren lässt grüßen, Plan B in Kontrolle auf Mirage, Berserk, die so stark auf Train aussahen, kommen jetzt hier nicht mehr wirklich ins Spiel. Und so langsam erkennt man, warum Plan B denn hier alle Matches der Relegation mit 2-0 gewonnen haben. Es scheint nur, dass Train halt nicht so lief für sie und sie jetzt erstmal gucken, dass es hier vielleicht doch mit dem 2-1 beenden und den Direktaufstieg schaffen. Ohne heute und morgen nochmal ran zu müssen. Es geht auf den B-Push. Da stehen Lenky und Extreme bereit, um das aufzuhalten. Die Molotovs kommen raus. Die Sprays sitzen noch nicht, aber Extreme mit dem ersten Molotov-Kill. Aber da fallen die Trades. Die Frags auf einmal für Berserk. Jetzt haben sie hier den Baseboard offen. 3 gegen 4 Überzahl und haben zwei Rivals sich geklaut. Das ist ein richtig schwerer Retake jetzt für Plan B. Die müssen warten, bis die Smokes weg sind. Aber Willem gönnt sich dadurch Major. Jetzt ist es ein 2 gegen 4. Das ist einfach fast unmöglich. Da müsste man fast schon in Safe kommen. Jetzt geht's hier aus. Raus. Die Flash ist gut, aber es ist der Trade ist umso besser. Icelander nochmal mit einem. Im 1 gegen 3 zieht sich zurück und nimmt jetzt nochmal Neuanlauf. Geht jetzt hier zum Spot, checkt alle Ecken. Das sind natürlich so viele Winkel, die er prüfen muss. Da sieht er den ersten, verliert das Duell. Und Berserk ist wieder zurück. Mit einem Force-Buy. Ne, mit einer Eco sogar. Einfach mal auf B gesprintet. Und gönnt sich hier die zweite T-Runde. Das haben sie mal gebraucht. Icelander hat zwar noch ein paar Frags geschossen, aber konnte es hier nicht zurückholen. Schöner Opening von AP. Geht da einfach mal mit der AWP rein und nimmt Major da weg. Muss ich mal gucken, ob Major AWP gespielt hat, die Runde. Nein, hat er eine M4, also nicht. Extrem tragisch, aber trotzdem guter Opening. Stream kann traden, wieder ein 4 gegen 4. Icelander wird unter Druck gesetzt, ist als CT da mal Underpass gepusht. Hat hier ganz viel Info, dass B nichts ist. Deswegen kann Extreme jetzt eigentlich auch schon verschieben, geht hier Richtung Mitte. Und AP ist aber schon im Ladder Room.
so wichtiges Position. Und deswegen findet er hier auch fast den Frag. Jawohl, da hat er Lanky, aber Extreme kommt zur Hilfe. Ist mit dem Trade am Start. Wieder ein 3 gegen 3. Und jetzt wird der Asport angespielt. TBA ist am Tetris gepusht. Muss jetzt hier mindestens einen rausnehmen, am besten sogar zwei. Wird hier von Maka gecheckt, kriegt den Headshot gesetzt, aber auch bekommen. Und dann ist es halt der Waffenunterschied, der ihn das Duell verlieren lässt. Maka runter auf 19 AP. Und Lando findet Extreme. Isländer alleine gegen 3. Sollte wahrscheinlich der Safe jetzt werden. Nämlich kein Geld mehr da nächste Runde. Oh ja, da wird er angeschossen. Spätestens jetzt mit 15 AP macht es keinen Sinn mehr. Und doch nicht die AK auf, die da am Boden ist. Berserk auch nicht allzu interessiert vorhanden. Außer Lando, der geht hier nochmal aggressiv. 3 AP jetzt nur noch bei Isländer. Aber ja, da kommt der Call für Minion Leader. Riskier nicht deine Waffe, auch unsere Economy ist scheiße. Es ist besser, wenn wir unsere 3 Waffen behalten. Und Isländer stirbt sogar noch durch die Bomben. Dadurch, dass Lando da noch ein bisschen Schaden gemacht hat, haben die 3 AP nicht gereicht, um ihn vor der Bombenexplosion zu schützen. Und dadurch hat Plan B keine einzige Waffe durchgebracht und müssen jetzt hier in die Eco. Berserk hat die Chance, nochmal zurückzukommen auf der T-Seite. Und ist dann selber mit einer guten CT-Hälfte hier doch noch zu beenden. Das ist genau das Match, was wir erhofft haben im Finale. Um zu entscheiden, wer von den beiden hier direkt jetzt in Division 2 aufsteigen darf. Oh, Api, schöner Frag auf Linky. Wieder das Opening. Für Berserk. Klar, es ist nur eine Eco von Plan B. Aber trotzdem wichtig für Berserk hier die Kontrolle zu behalten. Wird hier auch ganz vorsichtig gespielt von Berserk. Keine großen Risiken, werden einfach nur die Pushes abgedeckt. Jetzt wird sich hier für einen Late Execute entschieden. Lando gefährlich, bekommt dann Headshot runter auf 14. Verkrümelt sich jetzt auch ganz schnell und da steht Extreme bereit. Hat den Shot, danke für die AK. Damit kann er jetzt noch versuchen, ein bisschen Schaden anzurichten. Kommt jetzt über den Connector mit seinem Mate. Der Argo ist bekannt, ist gecallt. Schauen wir mal, was Extreme da anrichten kann. Isländer kommt durch die Smoke und fragt die Bombe. Niemand deckt die Smoke ab. 3 gegen 3. Die Runde wird auf jeden Fall doch nochmal gefährlich für Berserk. Haben jetzt ihre letzte Smoke geworfen. Da kommt der Plant jetzt am Default durch. Und jetzt müssen die Berserk-Jungs unbedingt hier Frags holen. Das war gerade ihre vorletzte Flash. Api hat noch eine. Da ist Willem mit dem ersten Opening, wird nicht getradet, Extreme schafft es nicht, die AK einzusetzen und dann schafft es Berserk doch noch hier mit 3 Mann zu überleben. Aber das war echt gefährlich und das ist immer sehr stressig für die Stimmung, wenn man da so eine eigentlich einfache Eco-Runde so knapp macht. Vor allem der Planter wird da ordentlich Salz gestreut haben, dass ihn da niemand deckt beim Planten. Und deswegen jetzt nächste Beirunde für Plan B, die nächste Chance, Berserk weiter unter Druck zu setzen. Economy ist da auch wieder sehr knapp, da können zwar 2 Waffen gelegt werden von Api, aber der Bay wäre trotzdem in Gefahr, wenn man hier verliert. Geht hier auf den A, go, zumindest ein Fake A, und das ist perfekt, das funktioniert perfekt, auch wenn man hier die Frags nicht machen kann. Maka steht hier alleine, macht noch einen, der ist so wichtig, wenn er noch einen zweiten macht, ist die Runde vorbei, denn der Rest ist schon komplett verschoben. Jetzt geht zwar Lanky zurück, aber es ist wahrscheinlich schon zu spät, die Spieler sind schon oben in den App Store, ich komme jetzt da raus, Lanky ist da noch alleine, den werden sie definitiv suchen, die denken nicht, dass das hier komplett frei ist. Willem mit dem Frag, und dadurch wird es jetzt ein 3 gegen 4 Retake. Maka kommt jetzt nochmal von hinten. Short ist keiner mehr. Aber er kann natürlich jetzt hinten die Küche aufräumen. Api mit dem nächsten Shot of Extreme. Major gönnt sich ein. Maka verpasst ihn knapp. Aber jetzt kommt er hier von hinten. Wollte den Frag easy haben. Und dann ist es halt Isländer alleine gegen 3. Der wird die Waffe jetzt einfach nur noch safen wollen. Vielleicht sogar die AWP von Api. Mal sehen, ob er da Unterstützung bekommt, wenn er da Richtung Haus weg will. Er zieht aber alleine rum. Guckt aber in die Ecke. Hat den Frag aber nicht. Isländer mit dem Headshot. Und Maka und Willem entscheiden sich, in die andere Richtung abzuhauen. Soll er doch die AWP haben. Wir haben die Runde und kommen hier wieder auf 2 Punkte ran zum 7 zu 5. Berserk schafft es nochmal 4 Runden hier am Stück zu holen. Das sollte Plan B natürlich langsamer unterbinden. Die sind jetzt aber hier halt in der Eco drin.
mit dem ersten Shot. Wieder der Opening durch den AWP-Spieler. Maka gönnt sich auch noch einen. Es ist halt wieder 5 gegen 3. Also Plan B schafft es hier einfach nicht. Klar, sie sind mal wieder in die Eco. Aber auf einmal der Major. Nochmal mit einem Doppel. Die gesavte AWP wird gut eingesetzt. Jetzt geht es hier schnell Richtung B. Lenki gönnt sich noch eine Waffe. Auch ein AWP gefunden. Er nimmt jetzt hier oben rein. Wenn er den Shot trifft, die Bombe am Boden. Aber er schießt vorbei. Dadurch kann geblendet werden. Maka mit dem Lurk von A holt sich den nächsten. Und zwei Extreme Court nochmal über die Yaps. Da ist er bekannt. APC drum. Versprayt aber alles in die Kiste. Die kriegen den Shot gerade nicht gesetzt. Die Runde ist wahrscheinlich safe. Aber es ist gerade noch ein bisschen awkward. Da muss Maka erstmal den Headshot durch die Wand treffen, um das hier zu safen. Eine Runde Rückstand. Nur noch für Berserk. Die sehen jetzt richtig gut aus. Jetzt weiß man, warum sie sich für die T-Set entschieden haben. Sie haben ein bisschen spät gezündet. Haben da 7 Runden im Stück verloren, aber jetzt sind sie wieder da und sehen so aus, als ob sie hier wieder die T-Hälfte gewinnen können. Man baut sich wieder Richtung Mitte auf. Nächste Beirunde für Plan B ist da und wieder der Opening in der Mitte, Major. Diesmal ohne Impact in der Runde. Lenki mit der AWP in den Apps will natürlich jetzt ausschließen, will seinem Team helfen. Da sieht er den ersten. Ah, der hat ihn aber auch gesehen und geht dadurch auf den Jump Peak. Dadurch ist natürlich eine wichtige Info. Okay, die haben eine AWP bei B, die könnten wir einfach überrennen. Flashen, smoken und schon kann der nichts machen, so wirklich. AP kommt den Connector, checkt die Ecke nicht, hat trotzdem den Headshot. Extreme kann traden auf Lando, trotzdem noch die Überzahl für Berserk. Ist natürlich jetzt extrem schwer. TBA ist alleine am A-Spot. Die AWP im Namen von Lenki kann ja natürlich auch kaum was machen. Darf hier nicht alleine reinfacen. Guckt jetzt Richtung Short, hat den Frag. Wichtiges Opening. Jetzt muss er noch den zweiten in den App stecken oder Extreme muss ihm helfen. Er hat auf jeden Fall den Cross zu seinem Mate. Kommt jetzt hier um die Ecke. Guter Winkel, aber die pieken ihn halt zu dritt. Lenki nochmal mit einem. Kann jetzt hier ausrasten. Der No-Scope gegen AP. Ganz dicker Shot von ihm. Holt er sich noch den letzten. Lenki rastet aus. Was ist das denn? Richtig gute Aktion hier. Vom Plan-B-Spieler, vom Österreicher. Unglaublich, wie er hier alleine Berserk aufräumt. Richtig gute Einzelaktion von ihm. Und damit rettet er Plan-B die Hälfte. Zumindest haben sie die jetzt schon mal sicher, den Hälftensieg. Und damit können sie jetzt versuchen, nochmal auf 9 zu erhöhen. Wieder wird sich Richtung B aufgebaut. Maka geht wieder den Gamble ein im Palace. Also wäre natürlich lustig, wenn jetzt schon wieder so ein Rampe-Push kommt. Aber Glück im Unglück für Berserk ist das diese Runde nicht der Fall. Und jetzt geht's hier schnell Richtung B. Extreme steht erstmal alleine. Popflash daneben. Dagegen. Molotovs und Flash kommen raus. Der erste Headshot sitzt. Der Frag aber noch nicht. Lenki wieder mit dem nächsten Frag. TBA und auch mit ein. Und Extreme ist immer noch unbekannt. Der wird nicht gecheckt. Holt sich noch ein. Lenki klaut ein. Api will da einfach nur irgendwie noch rein. Wird jetzt fast noch gemessert im Smoke. Und dann ist es tatsächlich Lenki, der hier in den letzten zwei Runden nochmal ausrastet. Vom Bottom Fragger sich nochmal hochschießt. Mit, ich glaube, 5 oder 6 Frags waren das in den letzten zwei Runden. Doch nochmal auf 10 zu 7 erhöht. 9 zu 6 führt Plan B auf Mirage. Berserk braucht die Pistol am besten, um hier jetzt ihr Comeback zu starten. Jetzt geht hier schnell auf den A-Push, ohne Respekt, einfach raus, gesmoked, geflasht, jetzt geht's hier los. Eliminanti, Nina holt den Doppelkill, ganz wichtig, aber Islander kann auch mit dem Doppelkill reagieren. 3 gegen 3, Bombe noch nicht gelegt. Geht jetzt down und Berserk muss retaken, gute Shots hier durch die Smoke, ab hier mit dem Headshot. 2 gegen 3. T
TBA, nochmal ein guter Shot, 2 gegen 2. Das ist jetzt Einzelaktion und TBA mit dem nächsten Headshot treibt Berserk in die Verzweiflung. TBA Doppel, Icelander Triple Kill. Und die nächste Pistolrunde für Plan B. Jetzt muss Berserk genauso antworten, wie es vorhin Plan B gemacht hat, die Force-By-Runde gewinnen. Ansonsten sehen sie hier gleich ganz alt aus und ich habe Schluck auf, herrlich. Bisschen zu viel Aufregung gerade, die hier abgeht für mein Zwerchfell. Man hält hier zu dritt A. Eine Short, einer Apps. Mitte wird ein bisschen offen gelassen. Und Plan B baut den Basement auf. 3 über Short, 2 über Apps. AP kann jetzt hier richtig viel Schaden machen mit dem PZ 50. Springt im falschen Moment runter. Hat wenigstens noch einen. Wird getradet. Jetzt heißt es Maka. Wie viel kann er machen? Erste TZ. Nein, nicht mal den einen. Lando nochmal mit einem Kill. AP mit einem Deagle. 2 gegen 2. Und Icelander ist jetzt alleine. 1 gegen 2. Sucht den Frag am B-Spot. Findet ihn nicht. Und wird jetzt von Short geflankt. Dreht sich rum, hin und her. Weiß gar nicht, wen er als erstes abschießen soll. Ganz schwierig für ihn. Die beiden CTs wollen am liebsten zusammenspielen, aber sind jetzt im One-on-One. Das erste hat Icelander gewonnen und das zweite auch. Ganz starke Aktion von Icelander. Hier die Runde noch zu klatschen. Berserk schafft es einfach nicht, ist so unglücklich in diesen Situationen heute. Und deswegen sind sie jetzt 5 Punkte im Rückstand, müssen in die Eco und haben jetzt ein ganz schweres Comeback zu starten. Geht auf den A-Push, das kann Lenky jetzt callen, der hört die ganzen Steps. Deswegen dreht sich Extreme da auch um, steht aber relativ offen, kommt da nicht mehr weg. Also schon mal ein USB-Frag, aber dann ist Lenky da, räumt hier nochmal auf. Und dann guckt man jetzt nur noch, ob man mit Lanus Deagle was reißen kann. Die Antwort ist nein, Icelander ist da mit dem Headshot und Maka ist alleine gegen 4. Also komplette Kontrolle, mal sehen, ob er noch an die AK rankommt. Timeout auf jeden Fall schon mal gecallt von Berserk, um hier gleich in der ersten Beirunde durchzustarten. Sucht die AK, guckt, ob er sie irgendwo findet. Ich denke, dass Plan B eigentlich schlau genug sein müsste, um sie aus der Map zu werfen. Und so sieht es auch aus, denn hier liegt nichts mehr irgendwo rum. Da liegt die UMP, da wurde es rausgeworfen. Schade, Maka, keine Waffe für dich. Da sieht das durch das Gitter und denkt sich, das ist doch gemein. Vielleicht jetzt nochmal Richtung A, aber da wird nichts mehr anbrennen. Die Plan B-Spieler gewinnen hier die Runde zum 12 zu 6 und dann wird es jetzt gleich ganz gemein. Nochmal ein Headshot gesetzt von Maka, aber reicht nicht. TBA mit dem Frag. Und jetzt die Timeout. Was muss man anders machen? Das ist natürlich schwierig. Man hat jetzt schon so viele Runden gegen sich, dass man kaum umstellen kann oder sowas, weil es ist ja einfach nur die verlorene Pistole und die Follow-up-Runde. Das heißt, man hat jetzt die erste Beirunde und die ist jetzt schon so wichtig, dass sie schon über Aufstieg oder Weiterspielen entscheiden wird. Wenn Berserk hier die Waffenrunde nicht gewinnt, dann sind sie halt schon 14-6 hinten fast, wenn sie den Eco dann nicht irgendwie klatschen. Und von daher kompletter Fokus, nochmal die Spieler einschwören, der Ingame-Leader erklärt nochmal alles, was sie besprochen haben, was sie immer auf Mirage spielen, auf Verteidigung, auf was sie achten sollen. Und dann gucken sie, wie sie hier in die erste CT-Runde kommen. So, kurzer Blick auf die Stats. Schauen wir mal. AP halt nur mit 7,14. Schauen wir mal, ob es wenigstens mit, oh ja, 17 Flash ist. Also ich liebe diese Statistik. Ich habe immer gerne geguckt, warum denn Leute so wenig Frags haben. Aber wenn man dann sieht, 17 Flash, okay, dann weiß man, er ist ein guter Support-Spieler. Auch wenn hier Extreme zum Beispiel 20 Gegner geflasht hat und trotzdem 15 Frags hat, dann natürlich, es gibt auch Support-Spieler, die viel flashen. Dann stirbt ihr Mate, den sie reingeflasht haben, und dann holen sie halt selber den Frag. Also das ist immer davon abhängig, wie gut die Flashes sind, wie gut die Gegner darauf reagieren.
Und da kann man nicht immer sagen, Gegner ist geflasht, ist gleich keine Frags, sondern ist es einfach nur ein wichtiger Stat. Und der Dreier ADR für Icelander und Extreme ist natürlich mega stark. Und dann geht es weiter. 5 M4s gegen 4 AKs, eine UMP. Nades definitiv besser bei Plan B. Und sie bereiten schon wieder den Aggro vor. Haben einen Spieler in der Mitte abgestellt, der da ein bisschen lurkt, der da ein bisschen guckt, dass nichts von hinten pusht. Der da wenigstens ein bisschen Stress machen kann. Um da auch gegebenenfalls Spieler zu binden. Aber Berserk hat eigentlich ein gutes Setup hier, um den Aggro zu verhindern. AP mit dem ersten Duell. Bisschen Schaden verteilt auf beiden Seiten. Jetzt geht es late in der Runde doch wieder Richtung A. Also man hat es kurz angefaked, ist dann zurückgegangen, faked es jetzt, spielt es jetzt dann am Ende trotzdem aus. Da kommt die Smoke Execute. Es liegt an Willem und Lando, hier die ersten Frags zu setzen. Lando ist natürlich ganz alleine da in der Firebox. Straight rein, hat die Bombe rausgenommen. Schon mal der wichtige Impact Frag. Aber seine Mates müssen jetzt reagieren. Müssen hier noch Spieler finden. Die Nate ist gut. Willem runter auf 56. Bombe kann gelegt werden. Zwei über CT, zwei über den Connector. Und Api mit dem ersten Opening findet hier den ersten Spieler. Und da räumt Berserk auf. Genauso muss man den Retake spielen. Ein Frag nach dem anderen. Immer gut mit dem Teammate zusammenarbeiten. Extreme ist da. Und da ist der Trade. Genauso spielt man das Icelander 1 gegen 3. Wird geflasht, wird abgeaimt, wird getötet. Und dann überlebt Berserk hier. Und die erste CT-Bei-Runde mit drei Mann. Und kann ihr Comeback stoppen. Nächste Buy für Plan B ist trotzdem noch drin. Durch den Plant haben sie auch ordentlich Nades dabei. Und können hier versuchen, Berserk gleich wieder zu resetten. Das wäre Worst Case. Dann call ich schon fast GG, wenn Berserk sich hier zurücksetzen lässt von Geld. Dann ist es extrem schwer, da wieder zurück zu kommen. Extreme mit dem Opening. Aber Macker und Willem können antworten. Überzahl Berserk. Willem mit dem nächsten schöner Klick gegen Lenky da. Im Flick in den Kopf geschossen. Und dann sind es nur noch Icelander und Major im 2 gegen 4. Darf man sich jetzt nicht um One-on-Ones verwickeln lassen. Icelander darf was mit dem Frag gegen den Jungle-Spieler. Bleibt da jetzt auch passiv, will dann nicht nochmal reingehen in das Aim. Und Icelander Major kommt jetzt hier über Short in den Connector rein. Er hat zumindest eine Info, wo da ein Spieler ist. Mal sehen, ob er noch mehr findet. Da kommt die Flash, Major. Holt sich den Frag. Willem hat es nicht auf dem Schirm, dass jemand aus dem Connector raus kann. Und jetzt hängt es an Lando. Kann er hier unentdeckt bleiben? Da hört den Spieler droppen. Schöner Headshot durch die Kiste. Und der nächste Klick setzt auch. Major muss sich ergeben hier gegen Lando. Ganz stark jetzt von Berserk. Die kommen langsam wieder rein. Klar, CT Mirage kann so einfach sein manchmal. Und dann kann man jetzt versuchen, hier ins Comeback zu kommen. B-Push soll die Antwort sein hier auf die Fragen, wie Plan B jetzt wenigstens einen Plant bekommen soll. Aber AP steht schon da mit der Nate, die kommt gut rein, die macht massiv Schaden, über 200 Schaden, der Molotov macht den Rest. Ein AP bei TBA, 99 Damage mal wieder confirmed und dann wird jetzt hier einfach nur aufgeräumt von AP und von AP. Und dann war es das hier anscheinend, die Flawless-Runde, es sei denn Extreme, findet noch irgendwie irgendwas. Nein, ist die Antwort, AP mit dem letzten gönnt sich hier den Triple Kill. Ne, AP war der Triple Kill. Müssen die jetzt auch noch denselben Spot spielen, AP und AP? Das ist doch gemein, das ist doch Absicht. Egal, drei Runden Vorsprung nur noch für Plan B. Die nächste Buy-Runde kommt raus. Nates jetzt sehen richtig gut aus, können ja nochmal ein Execute spielen. Es geht mit viermal schnell Richtung A. Mal sehen, ob sie da trocken rauspieken wollen, TBA. Aber da liegt der Molotov, da kommen sie erstmal nicht durch. Und Lando mit gutem Spray, wieder 99 Damage am Start. Aber er holt noch den Headshot mit einer AP. Ganz stark von ihm gemacht. Jetzt geht es hier in der Mitte auch noch ab. Und Plan B ist wieder am Drücker. Haben hier die Frags gefarmt. Und der Mitte-Duell geht auch noch gut aus. Endlich mal ein Trade. Aber es ist die 2 gegen 4 Unterzahl.
Und dann müsste man eigentlich schon fast den Safe kommen. Man hat Geld. Maka kann eine legen. Der Rest kann eigentlich selbst kaufen. Man könnte es versuchen, aber 2 gegen 4 ist halt so unwahrscheinlich. Und Maka hat noch so viele Nades. Das ist so viel Equipment, das er da verlieren würde, wenn er hier noch reingeht. Dass es eher so aussieht, als ob sie hier nur auf Exits gehen, nur auf Schaden. Vielleicht kann AP hier sogar noch seine Farmers upgraden. Jawohl. Und dann ziehen sie sich hier zurück, bringen ihr Equipment durch und Plan B erhöht auf 13. Einfach mal A gepusht. Obwohl da so gut Schaden gemacht wurde am Anfang in TBA, verliert man dann den A-Spot, verliert das Duell in der Mitte und dann war es das schon gewesen. Nächste so wichtige Runde für Berserk. Die müssen jetzt nochmal hier voll rein investieren. Wenn sie die Runde verlieren, ist es auch schon wieder so gut wie vorbei. Das war jetzt die beste Runde, die sie hätten verlieren dürfen. Nachdem sie eine Flawless-Runde gegen die Eco gewonnen hatten, hatten sie genug Geld, um jetzt hier nochmal reinzukaufen. Aber jetzt sollte es vorbei sein, Runden zu verlieren. AP mit der Glass Cannon im Window. Man spielt Doppel-AWP jetzt. Und dann kommt natürlich jetzt der Molotow. Keinen Smoke, um das zu löschen, springt aber glücklich noch raus, ohne gefrackt zu werden. Und jetzt 4 Punkte Vorsprung für Plan B. Können Sie es auf 5 erhöhen? Können Sie hier die Map schnell closen oder kommt Berserk nochmal ran? Mitte Kontrolle in den Händen von den Österreichern. Mal gucken, was sie daraus anspielen. Die Bombe noch relativ A-orientiert. TBA kommt da jetzt auch noch mit. Und dann will man wohl den A-Split spielen. Auch sehr interessant zu sehen, wie die beiden B-Spieler da beide eher sich Richtung Apps konzentrieren und niemand short-deckt. Das ist extrem gefährlich, weil das hat wirklich gerade niemand auf dem Schirm außer API. Sobald einer durchspringt, wäre es das gewesen. Xtreme kommt durch den Connector, nimmt Willem raus. Dadurch ist der A-Spot wieder in Gefahr. Es ist noch von 2 verteidigt. API mit dem Frag gegen den Palace-Spieler. Xtreme kommt aber durch den Connector durch und holt den Handfrag nach dem anderen. Xtreme mit dem Triple-Kill nimmt hier den A-Spot komplett auseinander. Berserk ohne Chance. Landin nochmal mit einem. Xtreme verbrennt da fast. 2 Spieler Low HP. Wenn das die Berserk-Spieler wüssten, würden sie sich natürlich hier mehr trauen. Da kommt der Jiggle Peak, wird verschossen. Genau das wollte er erreichen. Und jetzt heißt es hier 2 gegen 3. Die müssen schnell die Frags finden. AP muss da jetzt reinpushen. Lando findet Lenki, der letzte Spieler mit 14 AP. Low HP, aber Xtreme holt den so wichtigen Frag. Ich glaube nicht, dass AP das jetzt noch schafft, einfach durchzuziehen. Er hat den Kit. Er muss auf den Full Defuse gehen. Xtreme weiß das, zieht rum und holt Runde Nummer 14 für Plan B. Oh Mann, was war das für eine Runde für Xtreme? Holt da den Triple oder was sogar ein Quad-Kill am Ende. Richtig sicke Einzelaktion von ihm. Berserk geht nochmal eine Timeout. Will nochmal besprechen, was sie jetzt machen. Guckt euch das Geld an. Man muss hier. Oh Gott, sie gehen anscheinend auf den Force Buy. Klar, man will hier nicht die 15. Runde zulassen. Man will gucken, dass man selber die Map in der normalen Zeit beendet und nicht auf Overtime hofft. War sogar ein Ace. Okay, tut mir leid, habe ich leider nicht so mitbekommen. Aber dann war es natürlich umso sicker. Was Xtreme da gespielt hat. Einfach mal aus dem Connector raus. Den ersten Frag im Connector, dann den Jungle-Spieler, dann CT geflankt, dann nochmal komplett den Spot auseinandergenommen, als defused werden wollte. Am Ende noch einen 1 gegen 2 Klatsch gewonnen. Da darf sich Plan B auf jeden Fall bei ihm bedanken, wenn sie hier den Aufstieg schaffen, hier und jetzt. Dann darf der Spieler ruhig einen kleinen Bonus von seiner Org bekommen, dass er hier so eine krasse Runde spielt, wenn es drauf ankommt. Timeout gecancelt. Nochmal der Force bei Maka jetzt mit AWP. API mit Deagle, Wille mit CZ, Landi mit einer M4 und AP mit der Farmers. Und da geht's einfach mal Richtung A. Einfach schnell mal raus, trocken rausgepiekt. Aber diesmal geht's nach hinten los. 100 HP noch bei allen Berserk-Spielern. Und Plan B hat den Spieler verloren. Und TB ist auch schon halb. Also ein bisschen zu simpel die Runde angespielt. Und jetzt verliert man hier vielleicht gegen den Force Buy.
Alles versucht hier ein bisschen Stress zu machen. Ab hier runter auf Lower Pier und will er mit dem nächsten Frack an der Rampe. Und Landy steht bereit, um seinen Mate da gut zu unterstützen. Und Landy holt sogar den Headshots. Und dann ist es Berserk, die hier tatsächlich im Force-Buy erfolgreich sind. Das Gamble vom Ingame-Leader, was gecallt wurde, hat sich ausgezahlt. Sie sind sogar jetzt im 5 gegen 1. Haben alle Waffen, die Economy dadurch gestärkt in der nächsten Runde. Können sich dann alle volle Nades kaufen, vielleicht sogar auf Helme upgraden. Und Plan B muss gucken, dass sie einfach ein bisschen Schaden machen. Lenky hat jetzt seine Posi bekannt gegeben. Bombe hat er am Mann. Molotov Richtung Palace, da ist aber schon lange keiner mehr drin. Bekommt ins Gesicht von Landy. Und Berserk kommt wieder zurück. 14 zu 10. Und das Geld bei Plan B ist alle. Das heißt, die müssen jetzt selber in die Eco gehen. Das heißt, Berserk kann ihre Economy wieder aufbauen. Und gucken, dass sie hier ins Momentum kommen. Zweimal P250, eine Flash, viermal P250. Einmal CZ. Damit soll es jetzt zum Plant kommen. Eine Rampe, vier Palace. Das Setup kennt man jetzt auch schon etwas länger. Die Flash von Rampe raus. Dann können die Palace-Spieler raus. Venom steht hier unter Holz. Ist eine Pose, wo man sich nicht viel bewegen kann. Das ist immer ein bisschen gefährlich, wenn da vier Mann von oben runterkommen und die Ecke checken. Dann kommt der Erste, sprayt ihn down, aber er hat natürlich Unterstützung von zwei Spielern aus Jungle und aus CT. Und da brennt überhaupt nichts an. Kein einziger Frag. Die nächste Flawless-Runde für Berserk, die jetzt hier doch nochmal Stimmung machen, doch nochmal gucken, dass sie das hier vielleicht doch noch rumkriegen. Nächster Buy für Plan B, 4 AK ist eine Galil. Es fehlt nur ein Helm bei Landy, alle anderen haben da auf Helm geupgradet. Landy mit dem ersten, wieder der Opening Frag für Berserk, das war zu simpel von Extreme. Geht an das 101, macht zwar Schaden, aber kriegt den Frag nicht gesetzt. Will sich jetzt neu orientieren bei Waffenlänge. Klar, man will am besten ja irgendwo zu 5 hingehen, aber jetzt sind sie halt noch zu 4. Sammelt sich jetzt im B-Haus. Linky soll Mitte noch ein bisschen Stress machen. Dann soll es wahrscheinlich der späte B-Execute werden. Löschen die Apps. Spieler zieht sich auch dementsprechend zurück. Linky hat hier viel Mitteübersicht, aber klar, Berserk spielt es jetzt passiv, wissen, die sind in der Überzahl, können hier einfach nur warten, bis irgendwas angespielt wird. Das sind schon drei Mann bei B. Lando aimt hier oben in die Apps rein, das ist der richtige Call von Ingame Leader. Und sobald jetzt hier der nächste Jump Peak von AP kommt, wissen sie, was los ist. Da kommt nochmal eine Smoke von den Ts. Und dann geht's jetzt los. Linky wurde aus der Mitte rausgefrackt, 3 gegen 5 Überzahl, AP mit dem ersten. Maka gönnt sich auch noch ein und AP mit dem nächsten. Mit nur einem Verlust überlädt man hier wieder die nächste Buy-Runde. Plan B fällt gerade nicht mehr allzu viel ein. Haben wir nach der gewonnenen Pistol auch in Anführungsstrichen nur 2 T-Runden geholt. Die nächste Timeout wahrscheinlich jetzt vom Plan B gecallt, um mal das Momentum von Berserk ein bisschen zu stoppen. Wir sind jetzt selber in der Eco. Ihr wisst ja, ich bin persönlich immer kein Fan von Timeout-Calls vor einer Eco, weil dann hast du in der nächsten Runde den Buy und bist immer noch frustriert, weil Berserk wahrscheinlich jetzt die Runde hier gewinnt. Es sei denn, man spielt jetzt einen richtig coolen Execute in der Eco. Da bin ich mal gespannt. Eine Smoke haben sie ja dabei. Und es geht wohl Richtung Mitte. Einfach mal schnell hier Mitte-Kontrolle. Und da piekt aber kein einziger. Lando ist der Einzige, der hier faced. Und er bekommt gleich viermal Besuch und wird leggefragt. Wille muss das jetzt hier reparieren. Muss irgendwas machen. AP ist von hinten auch schon da. Hilft über Shore. Die sind jetzt da in der Mitte gefangen. AP mit dem AWP-Kill. Und was will man natürlich machen aus dem Connector? Man ist hier abmolotovt. Man kann hier nirgendwo hin. Die Bombe liegt am Boden. Dann kommt der nächste Molotov. Der komplette Fokus ist auf der Mitte von Berserk. Und das wird jetzt richtig schwer für Plan B, sich irgendwie zu befreien, um noch vielleicht Akzente zu setzen. AP mit dem nächsten AWP-Kill. Der Autodirektor scheint nicht daran interessiert zu sein, was er da für Frags holt.
Geht doch nochmal rein in den Connector. Sieht er den nächsten, verschießt. Beide sind schon angeschossen. AP mit dem ersten. Und der Major Spritzwein alleine lässt sich von Makka noch wegschießen. Wieder nur ein Verlust für Berserk. Das Geld mittlerweile natürlich extrem am Ausrasten. Und jetzt Plan Bs. Nächste Beirunde. 5 AKs nochmal. Keine AWP. Man will keine Duelle eingehen gegen die Doppel-AWs hier. Dann müsste man jetzt auf jeden Fall was Schnelles spielen, wenn man mit 5 AKs gegen Doppel-AWP spielt. Und es geht wohl anscheinend Richtung B, Richtung B-Split. 3 Mann ins Haus, 2 Mann in die Mitte. AP deckt hier in die Smoke. Nate kommt raus. Kein Schaden. Greift jetzt trotzdem nur mit 2 Mann in die Mitte an. Der Trade ist da. Lando mit einem. Major kann traden. Es sind immer noch 2 oben Mitte. Die wollen jetzt hier natürlich durchforsten auf Short, um den Split hier anzuspielen. Trauen sich aber nicht so wirklich. Islander guckt, ob noch irgendjemand sich im Connector zeigt. Jetzt geht's durch mit der Popflash. Und es heißt für AP und Makka, diesen Push hier aufzuhalten. Flash, Molotov entgegen, aber der kommt zu spät. Die können da einfach durch. Makka bleibt aber cool am Spot stehen. Islander holt aber seinen Mate weg. Makka muss jetzt hier ausrasten. Hat nur noch 11 Schuss, holt noch einen Frag. Der ist so wichtig, der nächste ist nicht. Islander mit dem Trade. 2 gegen 2. Eine Minute noch zu spielen. Beide Spieler schon auf dem Weg in die Küche. Doppelflash rein. Islander bleibt aber cool. Davor stehen. Dreht sich von der Flash weg. Api kommt einfach raus. Gewinnt das Duell. Und Willem lässt sich auch noch wegfracken. Plan B ist zurück. 4K von Islander. Vorhin war es Extreme. Jetzt ist es Islander. So viele Einzelaktionen hier von Plan B. Und damit haben sie es jetzt mit 2 Runden in der Hand, hier den Aufstieg sicher zu machen. Berserk nochmal mit einem Bein. Nochmal 4 M4s, 1 AWP. Sie brauchen die Knochenregel unbedingt, um hier die Overtime zu erzwingen. Und Plan B denkt sich, hey, das hat eben geklappt. Wir machen das gleiche nochmal. 3 Mann in der Mitte. Extreme noch in der Underpass. Team A deckt da erstmal nur ab bei B. Extreme wieder wie vorhin in seinem Ace im Connector unterwegs. Mal sehen, ob es Willem diesmal auf dem Schirm hat. Ja, er aimt hier schon ab und zu mal Richtung Smoke. Also vielleicht diesmal nicht so einfach, da den ersten Akzent zu setzen. TBA hat halt nur eine UMP. Und das gerade nach der gewonnenen Runde. Das ist natürlich heftig. Wie knapp hier die Economy vom Plan B ist. Stream, diesmal kriegt er von Short die Schüsse ab. Da kommt jetzt der Support von seinem Teammates. Makka mit dem Molotov, der kommt aber wieder zu spät. Jetzt hängt es an AP ran. AP und AP. Die beiden Namen. Können sie es schaffen? Der Anschuss gegen Lenky. Der Frag wäre so wichtig gewesen. 3 gegen 3. Bombe wird dann gefaked. Er zieht jetzt rum mit der Pistole. Macht noch ein bisschen Schaden, aber kann die Frags einfach nicht setzen. Lando kommt von hinten. Er ist jetzt der MVP. Er muss es reißen. Willa muss eigentlich nur ablenken. Die Flash vielleicht rausziehen. Bombe gelegt. Jetzt ist natürlich der Fokus komplett geschiftet. Die können nach oben decken. Hat er den ersten Spieler gespottet. Islander mit dem nächsten Headshot. Willem im 1 gegen 3. Weiß, wo 2 Spieler sind. Die sind gecallt. Kommt um die Ecke. Hat den ersten nicht. Nein! Das war's. Plan B hat sich qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch an die Österreicher. Mit einem 16 zu 13 können sie sich nochmal recovern. Und am Ende mit einem 2 zu 1 Map-Sieg, nachdem sie so auf Train weggeschossen wurden, doch nochmal qualifizieren. Berserk muss ins Lower Bracket, muss jetzt noch 2 Best of Threes gewinnen. Heute 21 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob wir Berserk jetzt sehen. Muss ich gucken, in welches Bracket die jetzt kommen. Auf jeden Fall Glückwunsch an Plan B. Die Österreicher haben wenigstens ein Team, die jetzt safe aufgestiegen sind. Müssen mal gucken, was da noch im Lower Bracket sich so rumtreibt. Aber auf jeden Fall schönes Match. Nachdem man auf Train so weggefickt wurde, kommt man auf Overpass perfekt zurück und klatscht dann Mirage noch in den letzten Runden. Richtig schönes Match. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie mir. Wir gehen kurz in die Pause, bis wir wissen, was das nächste Match wird und wann es startet. Spätestens 20 Uhr. Also bleibt dran. Danke fürs Zugucken und bis gleich.